Jo, das sind was? Wo ist mein Foto? Oh, Bombe. Das könnte Saudi-Arabien sein. Ja, ist es, glaube ich. Terroristen. Schloss knacken. Einführung. Bewege die Maus nach oben und unten, um die Pole auszurichten. Und stecke sie mit der linken Maustaste fest. Entschuldigung. Richte den Stift entlang der Scherlinie aus, um ihn festzuhalten. Okay. Wenn du falsch ausgerichtet Stift festlegst, wird das Schloss belastet und die verbliebene Zeit wird gesenkt. Okay. Gut, dann versuchen wir es mal. So. So. Und so. Gut, das ist jetzt nicht so schwer. 25 Erfahrungspunkte. Wuhu. Ups! Hä? Ich würde mich nur heilen. Gut, ich habe noch volle Leben. Oh, Munition. Hooray! Habe ich es geschafft? Any sign of our new arrival? No sign of him yet. Careful, Mike. Truck coming in. And guards at the exit. Try to stay out of sight if you can. Drücke Z, um deine Spezialfähigkeiten zu rüsten nach dem... Okay. Aufmerksamkeit. Cool. Mit dir bedarf nicht. Ja, ich muss hier raus. Ja, hetz mich nicht, du Tussi. Das war jetzt natürlich schlecht geplant von mir. Jetzt haben sie natürlich meine ungeteilte... Jetzt habe ich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja, im Rampenlicht zu stehen ist zwar vielfach schön, aber in diesem Fall eher unpraktisch. Schuss! Unfair. Autsch. Mit einer Betäubungspistole. Sie mit Schusswaffen. Schon ein bisschen unfair. Nein. Willst du mich verarschen? Mannequin. Rennen, muss rennen. Oh. Ja. Jetzt müsst ihr doch mitnehmen. Was läuft? Eins, dann hier Rum, zwei, dann hier drei. Und die vier ist hier, so. Ja, natürlich, Türen, die man geöffnet hat, kann man nicht wieder schließen. Ah. Hacke Computer, um Ziel zu erreichen, Geld abzuheben und okay, dann hacken wir den Computer. Einführung. Ach, okay, finde die verbliebenen versteckten Sequenzen im Datenstrom. Gut.
Ja, WASD und die Maus in der oben Datensequenz. Jawohl. Gut, das machen wir dann so. Okay. Hacken beginnen. So. End of the line, Mike. Give it up. Ein dunkelhäutiger Mann. $2.500. That's enough. I think that's my line. The hell's going on? Why did you drug me? We need to keep the location of this facility confidential, especially if you get kidnapped and questioned. I don't give up government secrets. I believe you. Everyone says that during the first hour of interrogation. So this is all part of the orientation? Yep. I'm gonna ask you some questions, run you through some more tests, then you and I can talk face to face. That make you feel better? No, but some morphine might. Or whatever cocktail you shot into my system. What the hell was that? That's classified. Although I didn't expect you to shake it off so quickly. I've been reading and rereading your dossier. It says here you've got a military background. That's good. I was in the Marines myself. I'm sorry. That a crack agent? No, sir. I'm sorry you're not with them anymore. Must be frustrating pushing papers and talking to new recruits like me. Well, your military experience should prove useful. Weapons range and shooting tests should be a breeze. If you gain more experience in the field, you may want to specialize further. But we can leave that until you've got some missions under your belt. Okay. That's it. Now I'm gonna let you out of the pen here and meet the rest of the crew. Okay. I'd prefer an assignment, not a meet and greet. How about you earn it first? And that means following orders, got it? The rest of the crew will take it from here. They'll be running you through the basics of weapons, gadgets, and espionage tactics. When you're cleared on the basics, come find me for your assignment. I won't lie to you, Mike. It's a big one, and dangerous. But I think you're the man for the job. Jo, make the wir rounds. Heißen Mike. I'll see you soon. Das wusste ich auch nicht. Wir heißen Mike. Dann, das war irgendwie eine Probe. Wow, ich habe ein FP erhalten, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Und irgendwie haben wir, glaube ich, einen Punkt im Verhältnis zu diesem Typen hier verloren, denn er hat irgendwie, also weil wir sarkastisch geantwortet haben oder so, und das hat ihm nicht so gefallen. Und ja. Und jedenfalls, wir haben ein Level Up und dieses Level Up können wir auch direkt benutzen. So, du kannst deine FP benutzen, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Wie viel FP haben wir? 11. Kampfsport. Die Fähigkeit Kampfsport verbessert deine offensiven und defensiven Nahkampffähigkeiten. In höheren Stufen werden zusätzliche Angriffstechniken verteilt. Maschinenpistolen, was wäre denn das hier? Kugelhagel. Kugelhagel macht das Laser grundsätzlich hinfällig. So, hier können wir durchscrollen. Verbrechen, verbergen senkt dich dann der Spiel, wenn du Decken bewegst oder die geduckte Haltung lauerst. Komm aus dem Gegner in Anweisung. Pistolen, diese Stufe, diese Fähigkeit gewährt dir einen Boni auf Genauigkeit und so. Sturmgewehre, gezielter Schuss, die Fähigkeit gezielter Schuss gewährt. Ist dir. Mit der Fähigkeit Waffenumbau können Mikes Waffen automatisch mehr Munition verlassen. Ich glaube, wir kaufen uns den. Hier den Munitionsaufbau. Sabotage. Die Interferenzfähigkeit erlaubt es, Mike seine AMP-Ladung so einzusetzen. Nee. Schrobfilden. Ja, vielleicht. Stufe 1 mit 2300 DP. Kampfsport. Die Fähigkeit Grundschaden. Ja. Tarnung. Ich glaube, wir. Nein, wir nehmen keinen auf Tarnung.
glaube, ich nehme noch die Pistolengrundlagen mit und die Sabotage doch. So. Vorteile. Professionell, Ausdauer plus 5. Sondierungsgespräch. Mit der Absicht, deine Gesprächspartner im Unklaren zu lassen, warst du in einer derselben Konservation zurückhaltend, professionell und aggressiv. Also gut, eins ist deine zurückhaltende Haltung, eins ist deine professionelle Haltung und eins ist, glaube ich, die aggressive Haltung. So, Pistole. Effektivste Waffe, Pistole. Schussgenauigkeit mit Pistole. Schlecht eigentlich. Gut, so. Dann verlassen wir die Statistik. Änderung vom Verlassen bestätigen. Jawohl. Neues Ziel. Big-ass screen. Riesiger Bildschirm. Sexy, sexy. Was haben wir denn hier? Ein Flugzeug. Ein Sprengsatz. Die Welt. Mit dem Tag-Nacht-Zyklus oder so. Ein Helikopter. Saudi-Arabien. Glaube ich. Meine Datenwerte. Ein Granaten- und Tretminen. Die Welt nochmal. Und dann wiederholen sich hier ein Typ, der sich sexy in Pose stellt. Oh, Pistolen. Ah, gib mir eine Pistole. Ich will schießen. Dann machen wir halt Faustkampf. So, nein. Spaß beiseite. Ich will nicht schießen. Oh. Sollte ich nicht auf die Seiten Kamera sein? Naja, ich bin fast tot und weiter geht's. No weapons past this point. Mit Waffen kein Zutritt. Ich hab keine Waffe. Du Trottel. So, dann öffnen wir die Türe. Hallo miteinander, meine Herren. Hallo, die Herren. Was machst du hier? Ja, überwachen. Die haben mich einfach beobachtet. Stinkfrech haben die mich beobachtet. Ihr Schweine, ihr perversen Spanner, ihr mich einfach so spannen, wie ich in meinem grünen Nachthemd und so. Nicht einmal eine Unterhose haben sie mir gegeben. Ja. Gut. Sei es drum, gehen wir weiter. Ja, keine Unterhosen. Ja. Ja, restricted area. Authorized personnel only. Ja, nein. Restricted area, authorized personnel only. Also sind wir autorisiert? Natürlich sind wir autorisiert. Du. Area is off limits. Use your PDA if you're turned around. Ja, PDA benutzen, wenn wir abgewiesen werden. So, Türe öffnen. Wow, Getränkeautomat. Ich habe Durst. Ich benutze den Schrank, um dich umzuziehen. Aha. Geh anschließend Training und kehre in deine Mission ins Verhörzimmer zurück. So. Geben Sie mir jetzt eine Unterhose? Ich will vor allem jetzt gerade eins. Eine Unterhose. So. Blass. Ah, können wir. Wow, die Charaktererstellung. Aber ich denke jetzt, da ich habe jetzt schon ein bisschen eine Zeit aufgenommen, wir verschieben die Charaktererstellung auf das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat die ersten Folgen von Alpha Protocol gefallen. Und ich freue mich wieder, wenn wir uns in den nächsten Aufnahmen sehen. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen quatschen und so. Schaut bitte auch, bald kommt das neue Projekt von, also ich glaube, wenn ich das hier hochlade, wird das neue Projekt von Postra aufgeschaltet sein. Minecraft wird erscheinen. Ich kann euch nur sagen, bitte schaut alle unsere Let's Plays an. Das ist keine Schleichwerbung. Wir geben uns wirklich Mühe und wir hoffen, wir kommen auch an bei den Zuschauern. Wenn nicht, dann schreibt uns doch bitte, dass wir nicht ankommen bei den Zuschauern. Ich werde sehr wahrscheinlich noch weitere Projekte starten, denn ich habe noch so einiges im Petto, was ich gerne machen möchte. Ja, und jedenfalls, ich denke jetzt mal, wir lassen den Mike hier noch ein bisschen alleine ohne Unterhose herumstehen. Also wir lassen jetzt einen nackt vor dem Schrank herumstehen. Und dann würde ich sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.